Hey Leute und willkommen zurück bei Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Bevor wir jetzt mit dem nächsten Fall weitermachen, muss ich noch eine Sache zum letzten Fall sagen, beziehungsweise möchte ich kurz sagen. Und zwar bin ich mittlerweile mit dem Ende, was ich getroffen habe, doch ziemlich unzufrieden. Mir ist es beim Schneiden und Rendern nochmal aufgefallen, da guckt man sich das Ganze ja nochmal so ein bisschen an und da dachte ich, ja gut, ganz so cool war meine Entscheidung nicht. Ich kann mir vorstellen, dass ihr das genauso seht. Also ich nehme immer weit im Voraus auf. Das letzte Video ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht online. Ich weiß nicht, was ihr dazu schreiben werdet. Ich denke mir, ihr findet es auch nicht gut, wie ich mich entschieden habe. Ja, und wenn ich so drüber nachdenke, ich hätte es doch anders machen sollen. Aber gut, es ist zu spät und wir schauen, was uns jetzt hier im nächsten Fall erwartet. Viel Spaß! Holmes, for heaven's sake, whatever's going on? Oh, hello, Watson. You're early. Did you kill all of your patients? What? Holmes, where have all these wretched bees come from? I increased the temperature of the room so as to prevent them from hibernating. I needed to take a sample of honey. But it worked, Watson. We will have honey all year round. Ridiculous and dangerous. They're domestic bees, Apis mellifera, such industrious workers. Anyway, Watson, I am sorry, but I must leave you. I'm in rather a hurry. You have a new case? Yes, but nothing as thrilling as this experiment, a theft of plants at the Royal Botanic Gardens in Kew. I'm helping a minister who's an old friend of mine. You can join me if you like. Well, I'll admit that I'd far rather accompany you than remain alone here with these workers of yours. Besides, you'll need a helping hand with the flowers you're intending to bring back. Watson, however did you guess? For the great Sherlock Holmes to bother with the theft of plants. Come on, admit that you're planning to spoil your little bees with some rare pollens. Since when did I become so transparent? Let us go. Okay, bevor wir uns auf den Weg machen, schauen wir noch mal eben kurz hier rein. Was haben wir bekommen? Eine Silbergabel mit dem Wappen von Abbey Grange. Okay. Und bevor es jetzt losgeht, schauen wir uns natürlich noch mal die Briefe hier vorne an. Ich möchte ja wissen, was da beim letzten Mal rauskam. Was unser doofes Ende, was wir hatten, denn bewirkt hat. Lady Brackenstails Geständnis. Sehr geehrter Mr. Holmes, endlich habe ich meinen ganzen Mut zusammengefasst und schreibe Ihnen diesen Brief. Ich kann kaum in Worte fassen, wie dankbar ich Ihnen bin. An jenem schrecklichen Abend dachte ich, dass mein Leben ruiniert sei, aber gleichzeitig erkannte ich, dass es da jemanden gab, der mich wirklich liebte und für den ich auch nichts als Liebe empfand. Sie kennen ihn, ich rede von Kapitän Jack Crooker. Seine Liebe hat mir die Kraft zum Leben gegeben. Und selbst wenn wir am Ende nicht zusammen sein können, wäre das alles ohne Sie nicht möglich gewesen, Mr. Holmes. Hochachtungsvoll Mary Brackenstail. Ja, wie gesagt, hätte ich mich mal anders entschieden. Aber nun gut, es ist ein neuer Fall und wir reisen. Finden Sie die Pflanzen, die nach der letzten Ausstellung in Kew Gardens gestohlen wurden. Jo, wir reisen nach Kew Gardens. Der ist bestimmt sehr schön. Well, Holmes, here we are at the Royal Botanic Gardens. There's no doubt that this place is beautiful, but are you really intent on investigating the theft of the plants? Yes, of course. Ja, natürlich. Es geht natürlich nur um die Pflanzen. What are we doing, Holmes? Und ich... Let us find someone who could help us. Ja, ich bin mal wieder total begeistert. Es sieht jetzt schon cool aus. Don't touch anything else, is that clear? Just go and get a bucket of fertilizer. And without turning it over this time. Good day to you, gentlemen. How may I help you? If you are here for a visit, please do come back on Sunday. I am afraid that it cannot wait. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. We are investigating the theft of plants that took place here 5 days ago. A remarkable collection, I believe. So you're the one in charge, eh? A small favor for a friend. Now, to whom do I have the pleasure of speaking? I am Martin Hamish. I am the deputy director of Kew Gardens. And that fellow yonder is Albert. He works here. I am delighted to meet you.
What can you tell us about the plants? They were rare and exceptional plants. We presented them at our last exhibition. We haven't removed the stand yet. It is still in the large glasshouse. We only learned of their disappearance the evening after the exhibition, and nobody saw anything. No doors were forced? No, but I would imagine that for a thief it would be fairly easy to gain entry, for there are no guards here. Well, if you don't mind, we will take a look. Now, you say that it is in the large glasshouse. Yes, the one just behind me. Just a second, since Albert has nothing else to do. Albert, show these gentlemen where the exhibition was held. How many people work here? Only myself, but occasionally two students, Albert, whom you have met, and Miss White. Here it is. This is the place where the stolen plants were exhibited. Thank you. Is there something the matter? Yes, there is. All right, the plants were valuable and rare, but it seems to me that the tragedy that took place here only 2 days ago has been entirely forgotten already. What tragedy are you referring to? The director of Kew Gardens, Mr. Montague Dunn. He died here just 2 days ago. We're very sorry. We were not aware. The two of you were good friends? He was my father. Oh dear. Our condolences. We should not be troubling you. Please do excuse us for the intrusion. You say that he died here, in the large glasshouse. Holmes? Yes. Just here, near the door to the colonial collection. He suffered a heart attack. Just like that. So suddenly. It was terrible. Excuse me, gentlemen, but I cannot remain here. If you need me, I'll be in the reserve. That's the room next to the front of the large greenhouse. Of course, we understand. Oh Mann, der arme Junge, und der muss da jetzt noch weiter arbeiten. Aber gut, es gilt also wieder einen Mordfall aufzuklären. In diesem wunderschönen Gewächshaus hier. Echt toll. What should we do next, Holmes? Ja, ich schaue mich jetzt erstmal um. Do not touch. Direkt mal anfassen. The plants were here. All of them were stolen. Okay, also alle Pflanzen, die hier standen. Ah, da haben wir auch direkt eine Liste. Here is a list of the stolen plants. Okay. Ich hoffe, das hat er jetzt irgendwo übertragen. In sein Notizbuch oder so. Oh, Moment. RB. Moment, da. According to Albert, this is where his father, Montague Dunn, was found dead. Scherben? Soil. It should have come from a flower pot. Okay. The soil on the side of this flower shelf is the same as that on the ground. Also der ist echt Experte auf jedem Gebiet. Fragments of a flower pot. It fell down here. Jo, kennt sich sogar mit Blumenerde aus und erkennt auf den ersten Blick, dass es die gleiche Blumenerde sein muss. Blood. Okay, aber hier ist nochmal irgendwas. Moment, Fußspuren. The traces are thinner in some places. These boot marks are fresh. It appears as though someone was dragging their feet. The footprints reveal that someone staggered here. Ah, okay, und hat dann eventuell den Blumentopf umgerissen. Kann natürlich sein. Beschädigte Tür. The door was smashed at shoulder height. This door handle is new. It was recently changed. Was zur Hölle? The esconson was breached near the handle. Also ist hier the door was forced from the inside of the colonial collection room. The handle was changed afterwards. I think we need to inspect the colonial collection room. Ja, also wurde die Tür zumindest aufgebrochen. This sign is broken. Something heavy was dropped upon it. Someone fell violently against this sign, and they were injured in the clash. Most likely a head wound.
Okay, jetzt möchte ich mir noch mal kurz hier den Baum anschauen. These trees with their roots in water must originate from Louisiana. Ah, yes, the bayou. I remember our visit in the case of the Awakened. Sagt mir gerade nichts, den Fall kenne ich leider nicht. So, dann schauen wir noch mal kurz hier hinten. Da ist nichts mehr. Hier auch nicht. Was ist das? Ach so, nur so ein Abtropfbecken. Okay. Hier muss aber noch was sein. Die Fußspuren. Ah, der Topf. This pot was broken fairly recently. A flower pot recently fell down from these shelves and was misplaced. All the clues around here are quite suspicious. I need my imagination to make sense of it all. Nun, dann sollten wir das doch mal tun. Ich stelle mich mal hier so hin, dass ich das alles gut überblicken kann. Aha. Gestürzt, also durch die Tür. Gestürzt, den Blumentopf. Ja, ja, er hatte ja den Herzinfarkt, angeblich. Kam er durch die Tür, den Topf umgeschmissen. Ah, da steht auch was. Okay, Topf umschmeißen und dann auf Beckenrand stürzen. Und da hat er sich den Kopf angeschlagen. Was muss ich jetzt machen? Sowas hier hatten wir noch nicht. Eins. Ich hoffe, ich mache das... Ich möchte den Topf umschmeißen, gerne als 2, jawohl. Und das hier als 3. Sequenz ansehen. Okay, er riss den Blumentopf mit sich, er stürzte. This reconstruction reveals a disturbing fact. Montague Dunn damaged the door of the Colonial Collection Room. He was in a panic, or the door was locked. Was it an accident, or a murder then, I wonder? Na, das ist einfach nur... I think we need to inspect ja. The Colonial Collection Room. Dass es einfach nur ein Unfall war, will ich ja nicht glauben. Oh, hier ist es... Oh mein Gott, hier ist es auch so schön. Very strange. Half of the Colonial Collection is absent. Etwas auf dem Boden. Steinsplitter. Aha. A fragment of marble, most likely chipped from a statue or sculpture. Da muss aber noch was sein. This broken fragment was the result of a heavy blow. Okay. Oder man hat ihm vorher noch eine drüber gehauen, deshalb hat er im Kopf geblutet, sodass er sich gar nicht den Kopf angeschlagen hat am Beckenrand. This is one of the outlets of the ventilation system. Okay, können wir schließen und öffnen. Aber hier ist natürlich noch was. Oh, Putzmittel. The smell is strong. It is a detergent. Okay. Da wurde doch bestimmt versucht, irgendwas wegzuwischen. These windows were perfectly cleaned. Part of this greenhouse was emptied and thoroughly clean. Okay, wir können schon was herleiten. So, leergeräumtes Kolonialhaus passt dazu, dass er eingesperrt war. Er stieß gewaltsam die Tür auf und starb kurz darauf im Seerosenhaus. Und das führt uns wozu? Autopsie durchführen. Führen Sie eine Autopsie an Montague Dunns Leiche durch. Sein Tod ist verdächtig. Warum stieß er die Tür des Kolonialhauses gewaltsam auf? Warum wurde das Kolonialhaus zum Teil geräumt und gereinigt? War es eine Falle oder ein tragischer Unfall? Okay, also Autopsie durchführen. Darauf freue ich mich ja schon. Aber wir schauen uns natürlich erstmal noch um. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Aha, okay. Wen haben wir hier? Das ist auf jeden Fall irgendein Stamm von Ureinwohnern. Okay. Oh, das sieht echt toll aus.
Oh, eine Elefantenblumenvase im Blumentopf. Wie cool. These plants come from all the territories of the British Empire. Oh, die sieht auch toll aus. Aus Singapur. Ach, wie cool. Ah, da oben steht es auch. Cape Kolonie. Okay. Gut, die Bilder können wir uns aber nicht mehr anschauen. Malakka. Ach, wie geil. So. Jetzt schaue ich doch direkt mal. Nee, RB wollte ich gar nicht. Ob ich hier wieder rauskomme. Und dann... Moment. Water Lily Greenhouse. Ach so. Okay. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Das wissen wir schon. Dann versuche ich nämlich draußen nochmal mit den beiden Herren hier zu sprechen. Dry Tropics. Wüsten. Ach, geil. Ich komme hier gar nicht raus. Ich gehe gerade in die... Wow. Ich gehe gerade in die komplett falsche Richtung. Ich möchte hier noch gar nicht hin. Ich möchte mich jetzt noch gar nicht spoilern. Watson, gehst du? Watson, bitte. Ich komme hier nicht durch. Dankeschön. Ich möchte ja noch nicht wissen, was hier alles so auf uns wartet. Ich dachte, hier geht's raus. Ja. Ja, ich weiß es. Ich weiß es. Hier ist nämlich die Tür. Ja, wo geht's denn hier raus? Mensch. Ah, hier wahrscheinlich. Ja. Okay. Feuchtigkeitskontrolle. Wow. Na gut, vielleicht... Ich gehe doch direkt zurück zu Scotland Yard, um die Autopsie durchzuführen. I asked Inspector Lestrade to take Montague Dunn's body to Scotland Yard. It's ready for autopsy then. Jo, sehr schön. Das war zwar gerade echt super schön dort in dem Garten, aber wir hatten da ja auch nicht mehr wirklich was zu tun. Dann kümmern wir uns doch erst um die Autopsie. First of all, let us carry out an external examination. Okay, dann machen wir das. Fang mal beim Gesicht an. There is an injury to the skull, most probably caused by the fall in the Water Lily greenhouse. Okay. Augen. The vessels and the pupil of the eye appear quite normal. Ich finde die Augenbrauen auch super. The air from the lungs carries a faint floral aroma. Okay, und das bedeutet? There are no suspicious marks upon the chest. Let us finish our external examination, so that we can proceed with the autopsy. Okay, dann schauen wir uns noch die Arme an, beziehungsweise Hände. No redness, stings or bruises. Aber müsste er nicht, wenn er gefallen ist, sich aus Reflex schon abgestützt haben und dann irgendwie wenigstens Schürfwunden an der Hand haben? Nothing suspicious here. Müsste doch so sein, oder? Let us examine the internal organs. Oh, echt? Das finde ich jetzt cool. Oh, okay, das sieht weniger realistisch aus, als ich gehofft hatte. Die Leber. The liver is enlarged. It would seem that he was suffering from an alcohol addiction. Alter, gibt's hier nur Alkoholiker? Im letzten Fall auch schon. The liver tissue is brown. There are no visible pathological signs. Okay, also nur ein bisschen vergrößert. Der Magen. Oh, den nehmen wir einfach mal so raus. The stomach tissues show no visible pathological signs. Okay. Vielleicht hier noch... Oh, da? There is a small amount of content. It appears that he breakfasted lightly, only a short while before his death. Okay, gut. Die Lunge. The lungs are congested and edematous. Oh. War der Raucher, aber wäre die dann nicht... Oh. The tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged. Most probably caused by toxins from an unknown plant. Oh. Okay, das Herz.
The heart's blood vessels show no pathological signs. Dann werden wir doch jetzt feststellen können, ob er tatsächlich einen Herzinfarkt hatte. The heart tissue shows no visible pathological signs. Okay. My suspicions have been substantiated. Montague Dunn, the director of Kew Gardens, died from poisoning. Plant poisoning, to be more exact. You mean... Yes, it is murder. We should inform Lestrade. Yes, but do remember, Watson, that I discovered the murder. The challenge is mine. The challenge, Holmes? We need to locate that deadly plant. Such a perfect murder appeals to me. Murder of any kind appeals to you. Is that all we need to do? No. We also have the people working at Kew Gardens. Martin Hamish and the son of the victim, Albert Dunn. And also Miss White, of whom we spoke with Mr. Hamish. Should we bring them all here for interrogation? No. A few innocuous questions at Kew will suffice, as well as a discreet delve into their personal affairs. Yes, Watson. It is time now to open the doors. Even those in the staff building. I suppose that is necessary. We should also be concerned with the victim himself. After all, we don't know very much about Montague Dunn. You're enjoying this already, aren't you? More than a little. Ach ja. So ganz spontan würde ich ja sagen, dass es der stellvertretende Direktor war, weil er, ich weiß nicht, vielleicht einfach irgendwie Macht oder sonst was. Er wollte nicht nur der stellvertretende Besitzer sein, sondern der Besitzer. So, Dunn war eingesperrt. Montague Dunn war im Kolonialhaus eingesperrt. Er stieß gewaltsam die Tür auf und starb kurz darauf im Seerosenhaus. Passt zu der Vergiftung. Achso, und jetzt ist das andere, was wir vorhin hergeleitet haben, hier komplett verschwunden. Dunn wurde vergiftet. Nachdem Montague Dunn im Kolonialhaus eingeschlossen wurde, inhalierte er ein tödliches Pflanzengift. Ah, und das kam durch diesen Belüftungsschacht. Davon gehe ich fast aus. Ich meine, wie sollte das sonst dort reingekommen sein?